Aber normal müsste das echt eine leichte Nummer werden für etwas. Gang. So, dann nur hier raus, Blech nach unten, Zapfen ein. Drehzahl ist da. Nächster Versuch, Zapfen. Was war denn das jetzt? Ah ja. Ja, nicht schnell da was draufgeschweißt. Normal halt das, das testen wir jetzt gleich aus. Das ist bombenfest. Bauen wir gleich wieder drauf. Aber wenn er schon so da steht, kann ich gar was zeigen. Jetzt da dann dem runter drauf. Man sieht da, hat auch relativ sauber geschnitten. Theoretisch müssen wir jetzt hinhauen. Weiter geht's. Ja, ums Mähwerk, da müssen wir uns eh keine Gedanken machen. Das funktioniert. So. Ich hab's da gesehen, auf der Drohne, der Kamin ist verstopft. Ja, das haben wir sich jetzt anders vorgestellt. Ich denke, wir beenden das Video mit dem Häcksler an der Stelle. Ich muss schauen, was da los ist. Wahrscheinlich ist er total verstopft, weil die Klappen recht weit sauber. Naja, schaut mal an, jetzt mal irgendwas zeigen. Die Schnittqualität vom Busatis. Das mal endlich richtig eingestellt. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Was ist denn das? Ja, da war der Abfahrer gekommen. Der hat aber eh einen Abschieber vergessen. Von daher. Da müssen wir schauen, was wir da können, dass das beim nächsten Mal hinhaut. Ja, dann machen wir ein extra Video dafür, weil das wird. Das ist ewig lang. Leck. Ganze Kamin verstopft. War jetzt so schön gehäckselt. Ich glaube, ich darf das nächste Mal die Klappen nicht so weit zu machen, weil es am Anfang war. Ich wollte halt auf Britschen laufen. Aber das heißt, man kann nicht auf Britschen laufen häckseln, man braucht einen Anhänger. Das ist meine Lehre da draus. Mei,
Ist das endlich. Kann Silo schon schmecken. Du bist ein Anfänger, wenn der Turm verstopft, oder? Kräuterbaguette ist abgehängt und in Transportstellung sauber gemacht. Es ist kein Gras mehr dran. Vor dem nächsten Einsatz müssen wir den Schild noch anschmieren und jetzt stellen wir den Schupfer. Da ist eng. Aber da ist Platz. Die Deichsel ist ja so, dass man da auch in engste Einfahrten reintrifft. Jetzt ist das Video auch schon wieder gut. Aber nächsten Sonntag gibt es ein neues. Das Abo nicht vergessen, dass ihr es nicht verpassen könnt. Und das gibt es im Shop. Ein Mob und ein Truck, dem gehen wir nicht her, aber das wisst ihr selber. Also in dem Sinn, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.